Wir sind noch in Langquart. So eben hat der Rollout stattgefunden von der neuesten Werbelok von der Rätischen Bahn. Das mal Werbung in eigener historischer Sache. Genau, das ist von dem her speziell auch noch, weil das erste Mal eine Lok Werbung macht für eine Lok. Das ist eine moderne elektrische Maschine, die Werbung macht für eine Dampfmaschine, die Nummer 1 von der Rätischen Bahn. Was steckt hinter dieser Lok? Was ist da für eine Botschaft vorhanden? Was wollt ihr machen? Wir wollen unser Projekt der breiten Öffentlichkeit darstellen, bekannt machen. Auch im Kanton Graubünden, dass die Leute, die Bevölkerung sehen. Wir sammeln Geld für die erste Lok im Kanton Graubünden, die erste Lok von der Rätischen Bahn. Und außerdem ist es natürlich auch noch eine Werbeplattform für uns historischen Vereine, wo auch alle drauf abgebildet sind. Jetzt geht es eben um die erste Lok von der Rätischen Bahn. Die war ja eine Zeit am Genfersee. Dann ist ein bisschen im Bündnerland gefahren. Vielleicht kannst du etwas zu der langen Geschichte von dieser kleinen Lok sagen. Ja, also die Lok ist von 1889, hat den Eröffnungszug gezogen. Es gibt auch schöne Bilder davon. Dann ist sie per Langquart Davos gefahren, damals, nachher in die Rätische Bahn aufgegangen. Bis 1928, dort hinweg ist sie ausrangiert worden. Aber was ganz spannend ist, es ist eine der ersten Maschinen in der Schweiz, wo man schon auf die Seite gestellt hat für ein zukünftiges schweizerisches Verkehrsmuseum, also das heutige Verkehrshaus. Also das war weitreichend, dass man das in den 30er Jahren schon erkannt hat, dass da ein Wert rum ist, den man erhalten muss. Dann, ja, mit dem Schweizer Verkehrshaus war es ein bisschen eine Sache. Man hat einen Standort gesucht und, und. Also die Maschine hat etwa 3-4 Mal den Standort gewechselt, von Zürich über ins Welschen, ein bisschen hier und her. Am Schluss hat man sie dann abgegeben an die Plone-Chombi Museumsbahn. Dort ist sie auch das erste Mal restauriert worden, wieder fahrfähig gemacht worden. Ist dann dort gefahren im Publikumsverkehr auf der Linie, auf der Museumslinie. Und beim 100-jährigen Jubiläum oder aufs 100-jährige Jubiläum hin von der Rätischen Bahn, 1989 ist das gewesen, hat die Rätische Bahn entschieden, wir möchten die Maschine gerne zurückholen. Es war ja immer eine Leihgabe. Sie hat dann mit der Plone-Chombi Kontakt aufgenommen und hat dann die können auslösen, respektive man hat dann einfach den Revisionsbetrag zurückerstattet. Und seitdem ist sie wieder im Kanton Graubünden unterwegs. Bis 2014 sporadisch relativ wenig für die Dampfmaschinen unterwegs gewesen. Und 2014 ist sie nachher abgestellt worden wegen dem Kesseldefekt, den sie hatte. Jetzt müssen wir ja eben einiges machen an dieser Lok. Das kostet auch eine Stange Geld. Wie wollt ihr da Geld reinholen? Wie kann man das Projekt unterstützen? Ja, also wir brauchen etwa 940'000 für die ganze Restauration und Reparaturen. Man war 2014 eigentlich schon sehr kreativ unterwegs gewesen. Der Verein Dampffreunde der Rätischen Bahn hat das Projekt aufgenutzt 2014, 2015. Man hat dann angefangen, symbolische Teile verkaufen. Also man hat 123 Siderohr verkauft und Nieten und Deckenanker und im Moment ist noch ein Stehbolzenverkauf hängig. Also es ist eine relativ kreative Geschichte. Wir fahren das weiter, das Kreative, aber nicht mehr so im symbolischen Verkauf, sondern man will eine Spendenfahrt machen im nächsten Frühling, wo man das Netz von Rätischen Bahn abfährt, was der Wechselstrom zulässt und alle Gemeinden grösseren Bahnhöfe anfährt und ein bisschen inszeniert das Ganze.